Guten Morgen! Passende zur Grillzeit gibt es jetzt wieder ein Rezept von mir. Und zwar, wenn man so mit Nicht-Veganern unterwegs ist, dann hat man ja beim Grillen oftmals ja, bloß diese Ersatzprodukte. Es gibt da richtig geile, wie den Hackbraten oder die Hackbratenwurst, die ich ja schon gemacht habe, vorige Woche oder vor 2 Wochen. Aber es gibt auch noch andere richtig geile Sachen. Und eins möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar ist das, dass man sich so eine Pita machen kann oder Pita oder Pita, je nachdem wie man es ausspricht. Also eine Teigtasche, so eine kleine Teigtasche, so ein kleiner Fladen, den man auch oft auch beim Döner bekommt. Und dass man das sich quasi selber machen kann aus Vollkornmehl und das grillen kann und dann frisches Brot, eine frische Pita mit knackigem Gemüse reinmachen kann. Von mir aus tunkt das noch in selbstgemachten Tzatziki oder in irgendwelcher Soßen, aber dass man das halt so selber machen kann. Und ja, und ich zeige euch jetzt eine Möglichkeit, wie ihr das total unkompliziert macht, total wirklich extrem billig und ja auch einfach zur Hand haben in ja in allem. Also es ist was ganz total Einfaches. Wer mein Pizzarezept gesehen hat mit dem perfekten Pizzateig, der wird ganz schnell sehen, da gibt es einige Gemeinsamkeiten. Aber gerade was das Grillen dann angeht und wie man das dann praktisch handhabt, wenn man so eine Pizza haben möchte, das möchte ich euch heute zeigen. Und ich wünsche euch viel Freude und Spaß auch beim Nachmachen, denn ich bin mir ganz sicher, wenn ihr ja quasi jetzt grillt und ihr tut so diese Pizza, ihr habt so Teig, ich hatte das jetzt gerade erlebt, ihr habt so Teig und macht euch dann immer so eine frische Pita, die ihr aufschneidet und Zeug rein. Was denkst du, wie das weggeht? Und dann werden auch die Fleischer sagen, oh komm, ich will meine Wurst in dieser Pita haben oder mein Steak oder was auch immer. Auf jeden Fall. Und mein Rezept ist natürlich vegan. Es ist total einfach. Und ja, bevor ich mich jetzt hier vor lauter Selbstbeweihräucherungen noch in den Himmel lobe und ich nicht mehr hier zu sehen bin in der Kamera, beginnt das Rezept. Viel Freude und Spaß. So, und dann kommt dann sowas raus und das ist halt schön hier so eine Blase, wie ihr das seht. Und das müsst ihr dann einfach nur noch mit dem Messer aufmachen. Vorsicht, natürlich ist sehr heiß jetzt noch. Und da habt ihr dann halt so eine Tasche. Oh, da kommt ganz schön viel Heiz raus. Und aus der Tasche. Und da könnt ihr quasi dann das Gemüse und sowas reintun. Und ja, wie gesagt, ihr habt es jetzt gesehen. Geht total einfach zu Hause vorbereiten. Könnt ihr 7 Tage im Kühlschrank machen. Das könnt ihr noch einfrieren. Und ja, und dann mit Gemüse füllen und so weiter. Dann noch selbstgemachten Tzatziki mit Soja zum Beispiel dazu. Also mit Sojajoghurt. Schmeckt gigantisch. Und da seid ihr auch bei jedem Grillfest der absolute Renner. Jo, viel Spaß. So, los geht's. Also wie gesagt, das sind richtig geile Pitas, also oder Pitas, wie die Teigtaschen heißen, diese kleinen Dönertaschen, die ihr auf dem Grill machen könnt. Da könnt ihr euch Gemüse grillen auf dem Grill, macht die Taschen, macht selbstgemachten Tzatziki dazu und dann seid ihr auf jeder Grillparty der Renner und ihr seid vegan. Also, der Clou dessen, dass die Teigtaschen auch aufgehen, ist die Zubereitung des Teigs. Und deswegen zeige ich euch das heute, wie das funktioniert. An Mehl. Ich habe hier Weizenvollkornmehl und Dinkelvollkornmehl. So. Ungefähr benötigt ihr, oder wir machen es mal ganz locker. Wir machen mal ohne Grammangaben, sondern wir machen, tut einfach so mal, naja, so ein bisschen rein. Ich würde sagen, so ein Drittel von so neu, jetzt sind wir doch bei 333 Gramm. Na egal, 330 Gramm Weizenvollkornmehl, also einfach so ein Drittel Vollkornmehl. Das ist scheißegal, ihr müsst es wirklich nicht mit einer Grammanzahl machen. Und dazu macht ihr noch ein bisschen Vollkorndinkelmehl. Ich sage einfach mal 100 Gramm. So, dazu nehmt ihr ungefähr so einen halben Hefewürfel. Der hat 42 Gramm, also ungefähr 20 Gramm Hefe. Die nehmt ihr dazu, bröckelt das so ein bisschen rein. Und dann nehmt ihr da noch 20 Gramm Salz. Also 20 Gramm Hefe, 20 Gramm Salz dazu. Und ja, und dann tut ihr das einfach mit warmem Wasser aufgießen. Und zwar so, dass da folgende Konsistenz bei rumkommt. Ich zeige euch das mal. Ich guck mal, die könnte schon fast noch zu dick sein. Das muss so eine Art Pfannkuchenteig werden, wer das kennt, oder Crepe-Teig. Das heißt, es ist noch ein bisschen zu... Wie gesagt, es ist egal, wie viel Wasser jetzt ihr reinmacht oder so weiter. Es muss einfach die Teigkonsistenz haben. Denn nachher machen wir das so, wenn der Teig gegangen ist, dann kommt noch Mehl genau so viel dazu, dass ihr die richtige Konsistenz habt. Und darum geht es nur. Es geht nicht um irgendwelche scheiß Grammangaben oder sowas. Es geht um die richtig geile Konsistenz und dass das alles funktioniert. So, und von daher, jetzt habt ihr so ein... Ihr seht das ja hier...
Es kann ruhig ein bisschen zu wässrig sein, das ist jetzt ein Tick zu wässrig, aber das ist nicht schlimm, weil es eh auffüllt. Es geht darum, dass ich das Eiweiß in dem, ähnlich wie bei der perfekten Pizza der Welt, perfekte vegane Pizza der Welt natürlich, habe ich euch oben verlinkt, ist ähnlich die Zubereitung. So, und dann tut ihr im Endeffekt einfach das, was ihr jetzt hier stehen habt. Also einfach nur ungefähr, weiß ich nicht, ein Drittel von so einem Weizen-Vollkorn-Ding rein, ein bisschen Dinkel-Vollkornmehl reinzacken. Ihr müsst auch nicht Dinkel-Vollkornmehl nehmen. Ich mag es nur ein bisschen so als ja, einfach was anderes. Also ich erzähle hier nur eine Scheiße. Ich habe es einfach hier noch da und tue es einfach mit verwerten. So, also ihr könnt es natürlich auch einfach nur 333 Gramm mit dem Weizen-Vollkornmehl hier machen. Und dazu 20 Gramm Salz, 20 Gramm Salz und 20 Gramm frische Hefe. Und dann ja, schüttet ihr im Endeffekt dann einfach so viel nach, wie es dann halt eben braucht. Und die Konsistenz soll es halt ungefähr sein. Ne? Ihr habt das ein bisschen erkennt. Ne? Also schon recht flüssig. So, und das macht ihr einfach und dann sehen wir uns dann. Was ich natürlich noch vergessen habe, ist, dass wir einfach hier noch ein Tuch drauf machen und dass der Teig ein bisschen gehen kann. Und er lässt jetzt ungefähr sagen wir so 30 Minuten und wie gesagt, dann sehen wir uns wieder. So. Und nun ist das so ungefähr eine halbe Stunde vor sich hingezogen. Und jetzt füllt ihr quasi das auf mit dem Weizenvollkornmehl und auch noch ein bisschen Dinkelvollkornmehl, bis eine Konsistenz erreicht ist, die ihr dann jetzt gleich sehen werdet. Also, rein. So, und dann habt ihr halt für so eine Wurst halt Konsistenz ungefähr, ne? Dass ihr ungefähr Bescheid wisst. So, und diese Wurst, oder dieses Ding, das tut ihr da einfach wieder rein in euren Topf. Und ja, und dann deckt ihr das zu. Also ich persönlich bin eher ein Fan dafür, dass man es komplett luftdicht verschließt, weil, also bei mir ist es so, ich verbrauche das jetzt nicht unbedingt sofort. Morgen ist halt Grillen und dann machen wir die Grilltaschen. Aber vielleicht wollen nicht so viele und deswegen nehme ich einfach einen Topf, wo ich so richtig verschließbaren Deckel habe. Den habe ich jetzt gerade ja nicht zur Hand, aber warte mal kurz. So, jetzt habe ich den entsprechenden. Genau. Und dann haut ihr euer Ding dann in den Topf hier rein. Am besten in so einen Topf, wo ihr einen Deckel habt. Und dann könnt ihr euch immer rausnehmen. Das hält mindestens eine Woche im Kühlschrank. Dann nehmt ihr euch dann einfach hier so ein Stück raus und das zeige ich euch aber dann am Grill, wie das halt funktioniert. Aber das ist erstmal das Ding, was ihr im Kühlschrank habt und das nehmt ihr dann mit. Und wie gesagt, ein Kühlschrank über 7 Tage haltbar und wenn es einfriert, ist es noch länger haltbar. Aber ist Quatsch, kann man ja immer total schnell und billig wieder machen. Gut, damit gehe ich dann los und zeige euch dann am Grill, wie man die Taschen dann macht. Ohne Werkzeug, ohne alles, nur mit Hand. Und da hat man richtig geile Pitas, unkompliziert, billig und immer was mitnehmen, wenn ihr irgendwo grillt. Einfach so ein Ding mitnehmen, ist richtig geil. So, und dann nimmt man einfach so was raus, ja? Einfach so eine Handvoll. Macht ein bisschen Mehl drauf, wenn es noch klebrig ist. Wenn es nicht klebrig ist, dann ist es wunderbar, aber hier ist es noch ein bisschen klebrig. So, und dann formt man hier so ein Ding. Nichts runterschmeißen, ne? Da ist mein Computer drin im Rucksack. Das tut man dann so mit den Händen ein bisschen zu so einem runden Fladen machen. Sollte schon ein bisschen dünn sein, ne? Umso dünner, umso mehr Luft kommt dann rein. Also, wenn man will, kann man auch, wenn man sowas vorrätig hat, das natürlich platt machen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal mit der Hand machen, damit ihr seht, dass es auch unkompliziert geht. Wie gesagt, wenn es klebt, dann habt ihr ein bisschen zu wenig Mehl gemacht, dann macht ihr noch ein bisschen Mehl drauf.
So, dann macht er richtig so einen platten Fladen. So. Und den Fladen, den haut er dann einfach auf den Grill drauf. So, jetzt ist er schon relativ rund, das ist dünn. Ich würde sagen, wie dünn wird denn das sein? So 3-4 mm soll das sein. Auch nicht zu dünn, weil ihr wollt ja zwei Sachen haben. Von jeweiliger Seite soll der braun werden und innen soll ein bisschen Luft reinkommen. Und dann habt ihr dann so ein Fladenbrot, wo ihr das dann reinmachen könnt. So, und ich hau das jetzt auf den Grill. Genau, und dann ist es dann irgendwann fertig. Ja, also, macht es nach, es ist der absolute Hammer, kann leicht vorbereitet werden und wie gesagt, ihr könnt das im Kühlschrank, im Gefrierfach auch lange haltbar, dass ihr das lange haltbar habt, wenn zum Beispiel jetzt jede Woche Grillparty ist, könnt ihr an einem einen Wochenende das machen und nutzen und am nächsten Wochenende auch nochmal, nur dass ihr es im Kühlschrank gelagert habt. Also wunderbares Rezept, richtig geil und vegan. Macht's gut, euer Christian, ciao.